Hi, meine Lieben. Ja, ich drehe heute mal einen Follow Me Around für euch, denn ich bin heute bei Lush bei einem, ich sag's mal, Event eingeladen mit noch ein paar anderen YouTubern und da freue ich mich riesig drauf, weil ein paar von denen kenne ich auch persönlich und ja, die anderen lerne ich dann jetzt heute kennen. Und ein paar, nein, ihr werdet alle, glaube ich, kennen. Wenn nicht, ich verlinke euch alle unten in der Infobox. Die Anka von Alkalinable kenne ich zum Beispiel noch vom Primark Opening, aber wir haben uns jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Und die Marie habe ich mal zufällig auf der Karlsruher Messe getroffen. Ja, und mit der Jo habe ich mich auch schon zweimal verabredet gehabt. Ja, und den Rest, also die Vanya von Kind of Rosie und Alicia, glaube ich, heißt sie, kommt auch noch. Und ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich zeige euch heute mal mein Outfit of the Day. So, das ist mein Outfit heute. Ich trage zum einen die Kette vom Primark, die gibt es aktuell. Dann habe ich ein weißes Shirt an, auch vom Primark. Das ist hier so seitlich mehr ausgeschnitten und hier habe ich einen Spitzentop drunter oder ein Bandeau BH besser gesagt mit so mintfarbenem, ja, Spitzenmuster. Das ist von New Yorker. Dann habe ich so einen korallfarbenen Rock. Das ist wie so ein Maxi-Rock, nur hat er seitlich diese Schlitze, zwei Stück, und noch so ein Rock drüber, drunter. Und der ist vom Zara, aber von letztem Jahr. Und dann habe ich noch meine Schuhe vom Primark aus London, genau. Und dann trage ich hier noch meine Uhr. Ach, Moment, jetzt hängt sie. Und dann trage ich noch meine Uhr vom Primark, ja. Wann waren das? So im Frühjahr, glaube ich. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist so leicht Rose Gold. Habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr getragen. Dachte ich mir, die ziehe ich heute mal wieder an. Was ist das nochmal? Ja, dann probiert das mal. Bei dir auch was drin? Ja, genau. Und ich muss euch zeigen, wie das funktioniert, wie was man so machen kann bei der Gesichtspflege alles. Ich trage jetzt eben auch. Und dass ihr das auch so gegenseitig ein bisschen bei euch dann macht. Ja. Also ihr dürft auch ein bisschen aktiv werden. Genau. Und wir würden natürlich anfangen, uns erstmal abzuschminken. Ja. Genau. Am besten ihr schnappt euch also schon mal einen Partner, weil ihr macht das immer in Partnerarbeit. Also ihr beiden dann zusammen. Ja, ja, können wir machen. Ihr habt schon mal so ein Töpfchen mit Ultra-Blend. Wie gut, dass wir keine Foundation drauf haben. Das ist jede Arbeit. Nur Augen, sagst du. Ja, ich auch. Ich verteile dann schon mal Hand. Genau. Ja. Ich lege einfach mal jedem einen auf den Schoß. Ach, sie machen gar nicht mit? Wir sind nur weiß. Ja, klar. Dann vielen Dank. Der kam mit dem Video. Ja, auch eins, glaube ich. Das ist schon wieder gut zu sein. Eine Art, die ich nicht. Genau, also wir fangen an mit abzuschminken. Jetzt kriegt jeder Wattepads noch und die machen wir ein bisschen feucht. Danke. Ja. Aber keine Ahnung, wir haben ja auch Farben da, also wir werden das auch nicht. Von mir gegeben. Ja, ja. Extra einen schönen Lidstrich gezogen, ja, und dann das. Also einmal reintun, oder ich warte, ich mache es vielleicht lieber mit der Kamera, ist ein bisschen blöd. Und okay. Auslegen. Soll ich, achso, habt ihr noch? Wer hat noch? Du hast noch keine Wattepads? Ja, glaube ich, alle. Ich würde jedem zwei Stück geben. Nee, ich würde jedem zwei geben, für jedes Auge eins. Also schon mache ich auch noch so eine Menge. Danke. Ja. Kritik, kannst du noch kurz Wattepads vorne holen? Vanja, du möchtest unbedingt, ne? Ich habe wasserfeste Mascara, wird lustig. Ja, ja. Ja, geh weg. Macht es gleich besser. Ich mache mir das immer direkt aufs Auge und auch so ein bisschen in den Pan. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, es verschmiert gerade schon ganz gut. So. Und dann einfach ganz normal. Ich mache es eben auch immer so ein bisschen die Wimpern, wie gesagt.
wir jetzt gerade auch einmal mitmachen, einfach mal anfangen. Marie, zeig mal. So. Das ist jetzt ein Reiniger. Der ist jetzt erstmal, wenn er rein ist. Okay. Verdammt. Ich hätte gerne Spaß. Meine Augen werden so rein. Ja, ich war noch so stolz. Oh, gut, cool, hat geklappt. Für dich ist das auch nicht optimal, oder? Mit deinen Augen. Ja, mit Augen. Macht ihr das jetzt? Ja, wir schminken ja nachher wieder. Also das war ja sichtlich. Immerhin. Und ein bisschen schneller fettet, das kennen die Leute, ein oder andere von euch. Und an der Seite ist schon eher auch bronchisch, was man so allgemein ja als Mischhaut bezeichnet. Ja, aber ansonsten mal hier und da ein kleines Kügelchen unreinheit. Okay, dann würde ich dir hier einmal den Angel's Breast empfehlen. Der hat nämlich ganz viel Lavendel mit drin und das gleicht die Haut so ein bisschen aus. Also ein bisschen überschüssige Öl weg von der Haut. Genau. Jetzt haben wir es mal da. Ein bisschen davon nehmen. Ja, das ist ein reines Naturprodukt. Ja. Genau. Hat auch keine Konservierungsstoffe drin. Also nehmen wir so ein bisschen was von. So viel. So. Und vermischt es zusammen mit Wasser. Das ist also das ist wahrscheinlich einfacher, wenn es jeder für sich selber einfacher probiert. Ein bisschen nass machen, dass es so eine bisschen eine Pasche gibt. Und dann einfach im Gesicht verteilen. Da hat man eben auch nochmal eine Mandel mit drin, was leicht zu kriegen gibt. Das kann man auch hier nochmal ein bisschen erzählen. Peeling. Genau, das ist aber so ein leichtes Peeling mit drin. Wir haben allerdings auch eins ohne Peeling. Also für etwas trockenere Haut haben wir hier was mit Meeresalgenkalamin. Wunderschön. Genau, sieht ein bisschen aus wie eine Maske, wird aber nicht drauf behalten, sondern wird einfach direkt abgewaschen. Wer ist dann hier vorne der Nächste? Müssen wir das alle machen? Ja, ich würde euch empfehlen, weil es halt einfach, wenn wir wirklich nur eine rundum Gesichtspflege machen, dann könnt ihr es halt einfach für eine Tour haben. Jetzt also ein festes Gesichtsserum. Das ist sehr reich an Vitaminen, Antioxidantien, also was speziell. Wir haben ja auch Lush Spas, zum Beispiel in London, in Tokio, Paris gibt es auch Spas. Und da wurde eben speziell für die Gesichtsbehandlung jetzt dieses kleine Stückchen entwickelt und das werden wir jetzt eben auch machen zur Gesichtsmassage. Warum Gesichtsmassage? Wir haben ja überall im Körper Lymphen, ne, die ja für unser Immunsystem verantwortlich sind. Und wenn wir das Gesicht massieren, dann werden die Lymphen angeregt und dadurch eben auch Giftstoffe und so weiter im Körper besser abtransportiert. So, mach ich mal zu? Ich habe eher so fettige Öle gehabt, ist das dann ja, das hier besser, gell? Ja, das ist Cupcake, ja. Genau, oder ja. Möchte niemand mehr Autifix? Darf noch jemand Frühstück? Okay. Das ist kalt. Das ist total eis. Ja, es war auch ein Eis. Ja. Ja, welche machst du? Die mit den Bärchen. Ja, die total ist so, ich gebe dir was zu. Mit einer Schokomaske in die Schokomaske, genau. Jetzt haben wir es verpasst. Ich hab dich aufgepasst. Nein. Die Kriti erklärt euch dann jetzt mal, was wir genau machen. Okay, die Kriti und ich, wir erzählen euch jetzt mal genau, was wir gleich machen. Handschuhe? So. Und du auch? Ja, eben. Also im Prinzip ist das ganz einfach. Wir haben eben, wie gesagt, hier die Zitronensäure und hier unseren Basismix für die Blackberry Bath Bomb, die werden wir heute herstellen. Ihr dürft gerne auch selber rühren, wer möchte. Das müsst ihr mal gleich ausmachen. Im Prinzip ganz einfach, den Basismix, der wird zusammen mit der Zitronensäure richtig gut durchgeknetet und das war's eigentlich schon. Alles, was ihr dann noch machen müsst. Muss gerade kurz, wo habe ich die Zettel hin? Ach, die Kleider mal wieder, genau. Ja, also das wird jetzt zusammengerührt, dann kommt in jedes, wie bei uns vom Jahr auch, wir machen jetzt den Blackberry, wie gesagt, dann kommt da immer so ein Zettelchen rein. Oh, genau. Richtig schön auch von unten hoch, alles gut von der Stelle. Sauerei macht nichts, wir müssen die nochmal. Mit Kraft. Gut, start, please.
Steckt man in die Nase. Ja. Ja, das ist voll arg. Magst du deine Hand? Du so, schön. Ja, oder? Von mir selber. Ja, ja. Dann kann man es nur fragen. Warte, ich bin am Anfang. Das ist einmal. Achso, ich soll mit der weitermachen. Ja, genau. Oh Gott. Das ist Kino-Feeling. Hier haben wir Mint-Lips, schmeckt nach After Eight. Oder Bubblegum, das ist was ganz Süßes. Es schmeckt, wie es aussieht. Genau. Ja, wer macht was? Ich würde sagen, wir machen das alle zusammen. Mal. Genau, und jeder ist immer drunter. Moment. Hier, auf dem Zettel. Also dynamisch und dann steht hier Eyeliner. Okay? Genau. Also ich kann euch sagen, die Rottöne sind schon mal keine Augenfarben. Die Rottöne sind eher so Lippenstifte. Und ansonsten haben wir hier mehrere Eyeliner und auch mehrere Lidschatten. Ich würde sagen, ihr probiert euch einfach ein bisschen aus. Könnt was drauf machen, könnt es dann auch wieder abmachen. Ich fange gleich mit dem Kaffee. Ich weiß gerade auch nicht. Ah, ja. Ja, ja. Aber für links. Also, ja. Was machst du hier gerade noch? Blush? Ah. Wobei, das ist so ein Blush-Bronzer, oder? Ja. Das würde als beides. Muss nur ein bisschen hier noch drauf reiben. Sieht man den jetzt? Ja. Das glänzt so. So shiny. Ich bin es so gewohnt. Dankeschön. Dankeschön. Wer fehlt? Ich habe einfach mal 10 gemacht. Das liegt jetzt daran, dass ich nicht gewusst habe, wie viel es jetzt genau werden. Aber. Hat jetzt jeder was, aber, ne? Ja. Okay, fein. Verteile dann noch eure Badekugeln. Über eine Kamera. Jetzt ist nur eine, ja? Essen hängt hier noch weg. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause von dem Lush-Event und es war ein wirklich schöner Tag mit den Mädels. Und das Essen war auch noch super lecker danach. Und ja, wir haben ja noch diese Lush Goodie Bag bekommen. Und ich glaube, das wird auch ein paar interessieren, was da so noch drin war. Ich habe jetzt mir selber das auch nochmal kurz angeschaut, deswegen schaue ich das jetzt mit euch an. Also zum einen ist es so eine Lush-Zeitung. Das ist so eine neue Zeitschrift von denen. Ist ganz sommerlich gemacht, ist ganz süß aufgebaut hier mit diesem Strand und so. Und das sind halt wieder verschiedene Sachen drin, die kriegt man auch so bei Lush ganz einfach. Die haben sie da immer und ich glaube, alle paar Monate ändert sich das Sortiment so ein bisschen. Ja, und das sind halt die ganzen Produkte nochmal drin und verschiedenes. Und jetzt, da sie das Make-up und so haben, haben sie ein paar neue Seiten hier drin. Und ja, wer da Lust hat, kann sich die einfach bei Lush holen, die gibt es da en masse. Dann haben wir einmal, das ist glaube ich diese Badekugel, genau, das ist die Blackberry Bomb, das ist die, wo wir selber gemacht haben, dieses helllilane, ja diese Kugel eben, die so zitronig-beerig gerochen hat und da haben wir unsere eigene ja gemacht, die konnten wir dann auch mitnehmen und dann habe ich hier Ocean Salt Large, das ist ein Gesichtspeeling. Ich glaube auch, wir haben unterschiedliche Produkte bekommen. Also ich weiß, die Saskia und ich haben die gleichen, komischerweise, aber das wurde ja einfach so ausgeteilt. Also das war jetzt für niemanden extra bestimmt. Aber ein paar andere hatten verschiedene Sachen drin.
Dann einmal Fun Rosa oder Rosa. Das ist eine Waschknete. Und die ist anscheinend rosa. Ja. Ich kann das euch nochmal gleich zeigen, wie das wirklich aussieht. Dann einmal die I Love Juicy. Den Namen kenne ich auch irgendwoher. Ah, das ist ein Shampoo. Auch in so klein. Dann einmal die Buffy Small. Das ist ein Körperpeeling. Ich glaube, das war's. Ah, nee, eins noch. Und einmal American Cream. Das ist ein Conditioner für die Haare. Haben wir auch nochmal bekommen. Ja, das war's dann mit der Lush Goodie Bag und dem Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann gibt es demnächst ein paar mehr Follow Me Arounds, wenn ihr mögt. Und dann bis bald. Tschüss.